Rufe das Waffenrad auf. Da oben. Schockdraht. Ziele auf den Boden in der Nähe eines Gegners und feuere zwei Positionen ab, um den Schockdraht zu platzieren. Ja. Allerdings machen wir das nicht jetzt. So. Ein Blick auf die Karte verrät mir, dass wir zurück zu Rost müssen und der ist leider hier oben. Das heißt, im Prinzip können wir da auch fast hingehen, weil dafür jetzt groß... Ja, da möchte ich eigentlich weniger so ein Ding für verschwenden. Auch wenn ich ausgestoßen wurde, darf ich hier lang gehen. Schon mal gut zu wissen auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie die Leute hier auf mich reagieren. Sieht jetzt nicht so aus, als könnte man hier groß Gebäude betreten. Hätte mich aber auch ehrlich gesagt gewundert. Hi Leute, ist hier frei? Glaubt sie denn wirklich, sie steht über dem Gesetz? Die Göttin mir vergeben. Es ist verboten, mit Ausgestoßenen zu reden. Das hast du aber leider gerade schon getan in diesem Moment. Ich kann nichts hören. Nein, überhaupt nichts. Ich rede mit niemandem, der von den Stammmüttern verstoßen wurde. Okay. Na, wie sollen sie auch anders auf mich reagieren? Schon klar. Was haben wir denn hier? Eine Vorratskiste. Die Mutterlose. Genau, wir haben im Inventar noch was anderes, und zwar diese Schatzkisten hier. Erstmal die gewöhnliche. Metallgefäß, Schnellreisepaket und Feuerwiderstandstrank. So, und jetzt kommen wir zum Banuk-Keulbogen-Kiste. Banuk-Keulbogen. Handhabung 80. Ein Spezialjägerbogen mit verbesserter Reißfähigkeit zum Abtrennen von Maschinenrüstung und Bauteilen kann modifiziert werden. Stimmt, der hat ein bisschen mehr Abrissschaden. Und zwar 30 statt 25. Okay, das finde ich aber schon wieder okay. Hier ist der größte Unterschied eigentlich, dass der ein bisschen anders aussieht. Was haben wir denn noch? Banuk Reisender Kiste. Metallscherben, Schnellreisepaket und Reinholz. Banuk Vorreiterin Outfit Kiste. Okay. Wow. Okay. Robuste, wattierte Kleidung, die Nomadinnen vor den Elementen schützt. Für die Banuk beweist das Überleben unter extremen Bedingungen Willenskraft. Das sieht schon geil aus. Nehme ich aber jetzt noch nicht. Kaya-Händlerkiste. Metallscherben, Wächterherz, Plündererlinse, Reinholz. Kaya-Machtbogen. Ein Spezialjägerbogen mit zusätzlicher Stoppwirkung. Stoppwirkung heißt wahrscheinlich, dass wir da Gegner so ein bisschen aufhalten. Oder was ist mit Stoppwirkung gemeint? Ansonsten ist der halt auch nicht großartig stärker. Sieht halt auch wieder ein bisschen anders aus. Kaya Sturmhüterin Outfit. Nora Hüterkiste. Speer Outfit. Die ererbte Rüstung einer adligen Kaya-Kriegerin. Die Schichten aus Metall und Leder können Klingen und Pfeile ablenken. Oh, so ein bisschen. Sieht man da unten. Nora-Speerin. Gewand einer Botin. Gut getarnt, damit die Trägerin überall im Heiligen Land unentdeckt ihre Beute verfolgen kann. Oh. Nicht schlecht. Allerdings behalte ich erstmal mein Zeug. Zumindest bis die Erprobung durch ist, wenn das nicht mehr so lange dauert. Denn aktuell sind wir ja auch wirklich noch eine Ausgestoßene.
Ich hab beinahe den Fuchs auch nicht mehr erwischt hier. Läufer. Es gibt kein Zurück mehr. Wow. Okay, krass. Brandkill, Behälterungszerstörungskill, das hat mega viele Extrapunkte auch noch eingebracht. Heftig. Don't even try it. Ich wurde entdeckt. Das macht nichts. Bring it on. Wir haben ihn. Es sieht jetzt auch tatsächlich nicht so aus, als würden wir... Doch, wir kriegen die Lohe. Aber glaube ich nicht von dem, wo wir es zerstört haben, oder? Das hält sich eine Weile. Aber das lohnt sich echt. Also die Schwächen anzuvisieren und so. Da haben wir wieder eine Lohe. Scheint sich echt auszuzahlen. Wenn es da auch so viele Bonus-EP gibt. Schon wieder eine Lohe. Perfekt. So. Rost ist ganz in der Nähe. Reisen wir zum Nordtor. Sie da draußen, außerhalb des Beckens. Das kann nicht nur eine Maschine sein. Tja, das ist die Frage. Waschbärhaut. Mal eben gucken. Ich glaube, ich sollte den Waffenbeutel mal verbessern, damit wir wenigstens 10 Waffen tragen können. Hier fehlt noch einmal fettes Fleisch, hier fehlt einmal reichhaltiges Fleisch, Modifikationsbeutel. Auf 20 Inventarkapazität, why not? Stolperfalle auch, da brauchen wir sogar eine Lohe für. Fallenbeutel von 3 auf 6. Hey, Rost. Klingt auf jeden Fall wild. Hast du die Feuerpfeile? Hab ich. Die Explosionen und das Geschrei jenseits des Beckens. Ist das der Ärger, den du meintest? Das erfährst du früh genug. Wir warten bis zur Dunkelheit. Dunkelheit? Es ist jetzt schon ziemlich dunkel. Ich werde dich nicht meiden. Ach so, wenn sie die Erprobung bestanden hat. Also, Rost, ich habe nachgedacht und werde dich nach der Erprobung nicht meiden. Ich mach das nicht. Ich tu nicht so, als hättest du mich nie großgezogen. Aloy, das Gesetz verbietet jeden Kontakt. Ich weiß, und es ist mir egal. Ich weiß, wie pflichtbewusst du bist, Rost, aber bisher hat das Stammesgesetz mir immer nur Dinge genommen. Und das passiert mir nicht nochmal. Aloy... Ich befolge das Gesetz. Das wirst du auch. Ich wusste, du sagst das, also wir machen es so. Ich komme heimlich zu dir. Niemand wird mich sehen, also gibt's keinen Ärger. Und du wirst nicht mit mir reden, weil es gegen das Gesetz ist, aber ich kann reden. Es ist mein Verbrechen, nicht deins. Du wirst nur zuhören. So werden wir das machen. Du hast dir wirklich Gedanken gemacht. Ich weiß. Also hör auf zu grübeln. Abgemacht? Ja. Ist es. Das ist echt niedlich irgendwie.
Ich verstehe nicht. Die Explosionen sind doch außerhalb. Was können wir denn hier drin tun? Die Lektion lernst du zur rechten Zeit, Aloy. Wir warten noch ab. Erzählen wir ihm erstmal von unseren Erfolgen. Ich habe Grata Kaninchen gebracht. Sie hat der Urmutter gedankt, natürlich. Urmutter hat durch dich gewirkt, um ihr Kaninchen zu bringen. Oh, das sagst du immer. Aber ich war da und habe allein gejagt. Und das sagst du immer, was dich nur einsam macht. Aber ich war ja auch alleine da. Ich war übrigens bei Karst und habe mir diese Stolperfalle gekauft. Ich will gar nicht wissen, was dieser Gesetzlose dafür haben wollte. Sie war nicht billig, aber das ist sie auch wert. Vielleicht. Du wirst es schon bald feststellen. Jagen wir jetzt etwa was Großes? Es dauert noch, bis es dunkel wird. Ich werde mich kurz hinlegen. Gute Idee. Später ist keine Zeit mehr für Schlaf. Hast du dich mal umgesehen? Es ist schon ziemlich dunkel. Wie viel dunkler kann es denn noch werden? Ruh dich am Lagerfeuer aus. Es hat doch geklappt. Man öffnet Ausgestoßenen? Manche Verbannte waren zuvor ehrbar. So viel zum Stammesgesetz. Ich sprach mit niemandem. Jetzt müssen wir beide still sein, denn wir sind außerhalb des Beckens. Dies ist die wahre Wildnis, Aloy. Voller Gefahren, die du noch gar nicht kennst. Ach so, und was ist mit den todbringenden Maschinen da drin? Was war das? Der Stamm nennt sie Sägezähne und sie sind etwas Neues, etwas Wütendes. Seit sie vor 10 Jahren aufgetaucht sind, haben sie viele Krieger getötet. Oh, ja. Folge dem Pfad der Zerstörung, Sägezahn. 33 Metallscherben, Kühlsaft und Lohe. 8 Stück. Ah ja. Wir haben tatsächlich das Becken verlassen. Dann folgen wir mal diesem Pfad. Folge dem Pfad. Es ist nicht weit. Diese Hütte. Was ist damit passiert? Eine Maschine. Das war's. Was für eine Maschine macht sowas? Die Art Maschine, die du jetzt jagen wirst. No. Oh, verstehe. Hier ist schon wieder ein Sägezahn. Leuchtendes Geflecht. Und wieder sau viele Lohn. Ein Wächterkadaver. Ich hol mir die Teile. Achte auf die Umgebung. Der Mutterberg in diese Richtung. Hier ist jemand tot. Oha. Der hatte wahrscheinlich keine Chance. Da drüben ist ein kleines Schwein. Da haben wir einen Jäger. Ups. Ich würde gerne die Stolperfalle ausprobieren. Wir machen das jetzt mal gleich, wenn er wieder zurückgeht. Sag nicht, er entdeckt mich. Wo ist eigentlich Rost? So, jetzt bin ich gespannt. Sehr gespannt sogar. Hallo, es lauft durch.
Komm zu Daddy. Jetzt ist es nicht mehr weit. Warum sind wir heute die Einzigen hier draußen? Warum jagen die Stammeskrieger nicht diese Maschine? Das haben sie. Die Leichen hier sind ihr Werk. Und morgen werden sie wieder jagen. Das müssen sie nicht mehr. Die Maschine ist meine Beute. Oder dein Tod, wenn du nicht aufpasst. Wir werden es sehen. Ich hoffe nicht, es ist größer als diese Sägezähne. Denn die sahen ja schon krass aus. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen weiteren Fähigkeitspunkt dazu bekommen. Und interessanterweise, also es steigt offenbar auch jedes Mal unsere Maximal-HP. Was natürlich auch echt krass ist. Schnellere Heilung aus dem Medizinbeutel finde ich auch ganz gut. Was ist denn hier drüben? Scherbenplünderer. Zerlege Ressourcen und Modifikationen in 50% ihres Metallscherbenwertes. In Teile dann, oder was? Präzision. Leichte Sperrangriffe schlagen wahrscheinlicher Rüstung und Bauteile ab. Ja, nehmen wir auch. Oh, schön. Ja, die Wächterlinse. Sehr gut. Was stand da? Graser? Oder Grazer? Okay. Sehr viele verschiedene Arten von Maschinen, die hier irgendwie herumliegen. Eine Holzhütte, zerstört. Von Sägezähnen? Wie viele waren es? Wir sind nicht für Antworten hier, Aloy. Ich will, dass du dich darum kümmerst. Oh nein. Das ist allein deine Entscheidung. Diese Jagd gehört dir, Aloy. Dir allein. Was auch passiert, ich greife nicht ein. Verstehst du? Du machst das allein. Ich habe verstanden und ich scheiß mir jetzt schon in die Hose. Ich kann mich durchs hohe Gras anschleichen. Mal sehen, wo kann ich meine Fallen aufstellen? Wie heißt das Ding überhaupt? Ach, das ist ein Sägezahn, okay. Ich wollte gerade sagen, wir müssen vielleicht mal ein wenig zurückgehen, bevor er uns erwischt. Notizbuch, Maschinen. Hier haben wir die Plünderer. Die haben wir auch schon gesehen. Hier fehlt noch irgendwas. Und hier hinten haben wir den Sägezahn. Schwäche Feuer. Harte Außenhülle, die die synthetischen Muskeln und Betriebssysteme schützt. Okay, Feuer ist gut. Lohbehälter. Lur-Vorratsbehälter, Treffer von Elementarmunition, lösen eine Explosion aus, das kennen wir schon. Brutstätte ist bei dem auch Sigma, eine aggressive Maschine, die Distanzen schnell überwindet und Nahkampfangriffe einsetzt. Okay, die Lohe-Behälter sind offenbar an den Seiten. Alter. Allein wie schnell das Ding sich bewegt im normalen Modus.
Hört das Ding jetzt mal auf. Geht doch. Warum läuft er denn da drüben hin? Achso, der ist jetzt wieder auf seinem normalen Pfad und eben ist er davon abgewichen und musste jetzt quasi erstmal zurückgehen. Darf ich nicht so weit weg sein? Bin beinahe ins Feuer gelaufen, ey. Scheiße. So, jetzt bin ich gespannt. Da vorne ist er. Feuerpfeile, wie gesagt, scheinen ganz gut für den zu sein. Okay, da kann ich irgendwie nicht hoch. Da ist er. Das dauert nicht mehr lange, dann läuft er da rein. Kriegst du schon mal die Feuerpfeile aus, denn dann werden wir mit den Feuerpfeilen angreifen und den Lohebehälter zerstören. Go. Ist entdeckt. Gar keinen Schaden gemacht. Ah! Oh Gott. Die können die Umgebung zerstören. Lauf, Aloy! Ich sehe den Behälter nicht. Ich habe mal ein paar Feuerpfeile gemacht. Ich glaube, der Lohebehälter ist unter ihm. Da ist er. Ich komme da aber nicht ran. Komm schon. Wo ist er? Angriff! Wir haben ihn. Und dann auch noch mit einem Nahkampfangriff erledigt. Sägezahnherz. Kühlsaft, Lohe, Draht und Metallscherben. Nice, ey. Aber das war schon krass. Hui. Warum kamen wir her? Nicht wegen Antworten. Aloy. Überleben erfordert Perfektion. Es war ein Test, wie ich mich im Kampf gegen neue Maschinen schlage. Nein. Folge mir. Dies ist Nora-Jagdgebiet. Wir müssen sie schützen. Hättest du den Sägezahn nicht erlegt, wie viele Krieger hätte er morgen töten können? Die Lektion liegt in dieser Frage, Aloy.
Seit Jahren trainierst du für die Erprobung, aber nur für dich. Als Kriegerin wirst du auch für deinen Stamm kämpfen müssen. Mein Stamm? Du sagtest, ich brauche sie nicht. Aber nicht, dass der Stamm dich nicht braucht. Es ist eine Stärke, Aloy, wenn man sich zu etwas bekennt. Wenn man einem höheren Zweck dienen will. Das ist die Lektion, um die es geht. Denk immer dran. Nach der Erprobung und wenn ich weg bin. Du bist weise, Rost. Wir sind hier fertig. Folg mir. Ich finde übrigens, die sollten sich eher die Frage stellen, ob man die Krieger nennen darf, wenn sie nicht mit dem Sägezahn alleine fertig geworden wären. Immerhin haben wir das jetzt auch geschafft. Und es dämmert. Wir sind kein Veteran oder sowas. Dies wird dein letzter Tag als Ausgestoßene sein. Nutze die Zeit und konzentriere dich auf das, was kommt. Wenn es für dich Zeit wird, nach Mutterherz zu gehen, warte ich am Wegesrand auf dich. Willst du mir damit sagen, es gibt bald kein Mobbing mehr? Ich verstehe die letzte Lektion, Rost. Wirklich? Aber wenn ich für etwas einstehen soll, muss es etwas sein, an das ich glaube. Ich hoffe, du findest es. Ich hoffe es. Lass uns zurück zur Hütte gehen. Ich gehe noch nicht dorthin. Ich habe andere Pläne. Oh, und zwar? Ich warte auf dich, wenn es Zeit ist. Vielleicht hat er auch Pläne mit dem Wildschwein, das um seinen Hals hängt. Dann sehen wir uns in Mutterherz. Werden wir. Okay. Die Spitze des Speers abgeschlossen. Das dürfte jetzt auch wieder einige Erfahrungspunkte bringen. 1500. Ein Fertigkeitspunkt und eine Belohnungskiste. Nice. Neue Hauptquest. Mutterherz. Oh, das wurde jetzt alles aufgedeckt hier. Was ist das denn? Da haben wir eine neue Maschine. Und was das hier ist, weiß ich allerdings auch noch nicht. Interessant. Und was ist das hier? Händlerjagdbedarf. Ach so, das ist Karst. Ruinen. Sind das eigentlich die, die wir betreten haben als Kind? Frage ich mich gerade. Wäre nochmal interessant zu erfahren. Hauptquest Mutterherz Level 4 sollen wir dafür sein. Da sind wir natürlich auch schon viel zu stark für. Gucken wir mal bei den Fertigkeiten. Also für die meisten Fertigkeiten hier auf der Ebene oder sogar für alle brauchen wir 2 Punkte. Locke mit Ausrufezeichen im Werkzeugemenü einen Gegner zu deiner Position. Als Ziel wird der Gegner gewählt, der Aloy am nächsten und im Zentrum ihres Blickfelds ist. Okay, finde ich an sich ganz cool. Ah, hier. Ich könnte das jetzt mit Steuerkreuz unten machen. Allerdings gibt es niemanden, den wir anlocken könnten. Weil sich alle fern von uns halten. Regen. Was soll's. Ich bin so gut wie wasserdicht. Okay. Das heißt, du wirst nie feucht? Okay, das war geschmacklos. Wir reisen mal hier hin. Ah, da sehen wir nochmal, wie wir rutschen können. Und es gab doch eine Fähigkeit, mit der wir im Rutschen automatisch diese Bullet Time aktivieren. Ja, genau. Das ist nämlich ganz praktisch tatsächlich. Das Fleisch brauche ich. Sorry, Bro. Aber es ist notwendig. War da noch so einer? Nee. Mal ein bisschen Material einsammeln. Man kann nie genug haben in so einem Survival-Game. So, und ich glaube, jetzt müssten wir auch genug haben, um hier nochmal die Tragekapazität zu erhöhen. Und zwar
Ja, bei den Rohstoffbeuteln, das ist gut. Dann kommen wir auf Rohstoffinventarkapazität auf 50. Und jetzt brauchen wir Schweinsknochen dafür. Okay, da weiß ich überhaupt nicht, wo ich die herkriegen könnte. Aber wir werden dahin kommen. Eines Tages. Und wir werden uns jetzt mal die Ruinen angucken. Mich würde wirklich interessieren, ob das die von früher sind.